Liebe Mitchristen, der heutige Impuls kommt aus der katholischen Hochschulgemeinde. Ich grüße Sie. Eigentlich war vor einer Stunde alles noch ganz normal. Die Freunde und unter ihnen teils erfahrene Seeleute, die sich auskennen mit dem Boot und mit dem Wetter und dem Gewässer, sie wollen am Abend noch auf die andere Seite des Sees. Nichts Ungewöhnliches und nichts deutet auf das Unwetter hin, das die Freunde überrascht. Ein mächtiger Wirbelsturm zieht auf und sie geraten in Seenot. Wie aus dem Nichts eigentlich, aber das sichere Gefühl, das das Boot trägt, das ist weg. Wellen schlagen ein, das Boot füllt sich allmählich und die Freunde kämpfen gegen die Flut und gegen den Sturm und gegen die Angst. Die Angst, die ihnen zu Leibe rückt und die immer größer wird, je stärker sie dagegen kämpfen. Und dann, ich glaube, dann kommt der entscheidende Augenblick in dieser Geschichte. Es gelingt ihnen nämlich, wegzuschauen von der dunklen, schäumenden Flut, die sie bedroht, und sich umzudrehen, etwas Distanz zu gewinnen und hinzuschauen zu dem, der noch mit im Boot ist, der dort scheinbar seelenruhig schläft. Aber diese Bewegung, dieses sich loslösen von dem, was mir Angst macht, ich glaube, das ist das Entscheidende. Um ihn dann zu wecken und ihm an der Schulter zu rütteln und sagen, Herr, wir gehen zugrunde. Sie kennen diese Geschichte von der Sturmstillung, Sie wissen, wie sie weitergeht. Jesus droht dem See und dem Sturm und es kehrt Stille ein. Zumindest an diesem Abend. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist unsere Situation gerade ähnlich. Vor gut 2 Wochen war alles noch normal. Und nichts deutete auf die gesamten Veränderungen hin, die wir gerade erleben. Sie kamen so schnell und mächtig und griffen in unseren Alltag ein wie Wellen bei einem Sturm. Und dann hat sich vielleicht schleichend ein mulmiges Gefühl breit gemacht. Nicht wenige haben Angst vor den direkten oder indirekten Folgen dieser sogenannten Corona-Krise. Das ist verständlich. Wir erleben ja, wie verwundbar wir selber sind und auch unsere Gesellschaft. Und was gestern noch sicher und normal war, ist heute nicht mehr verlässlich. Ich glaube, gerade deshalb ist es sinnvoll, auch etwas auf Abstand zu gehen. Um diese mächtige Flut von Bildern und Nachrichten, die uns beunruhigen und uns Angst machen, zu dosieren. Es reicht ja, wenn ich morgens und abends Nachrichten schaue. Und es nutzt niemandem etwas, wenn ich stündlich auf mein Telefon schaue und den Live-Ticker anhabe. Aber es nimmt mir Zeit und es nimmt mir Energie. Und im schlimmsten Fall befeuert es meine Angst. Die Freunde von Jesus kamen ja mit ihrer fast panischen Angst zu ihm. Kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Ich muss mir das ja nicht unbedingt genauso dramatisch in meiner jetzigen Situation vorstellen, wie damals auf dem See Genezareth. Aber wenn Gott da ist und wenn er schläft, dann ist es doch meine Aufgabe, ihn zu wecken. Und ich überlege mir, mit welcher Sorge und mit welcher Frage würde ich an seiner Schulter rütteln? Und wo schläft er denn eigentlich? Wo hat er sich verdammt nochmal gemütlich gemacht und sich auf sein Kissen gelegt? Vielleicht sind die Wege heute so kurz wie damals. Denn da, wo die Angst sich breit macht, auch da hat Gott sich einen Platz gesichert. In unseren Herzen, in dem, was wir tun. Und dann ist es uns möglich, ihn dort auch zu wecken, ihn dort zu finden, als Gegenpol, als Distanz zu dem, was uns beklemmt und uns Angst macht. Und dann darf ich auch hoffen, dass der Sturm sich etwas legt und ich handlungsfähig bin. Dass ich wieder rudern und mit anpacken kann. Entweder indem ich zu Hause bleibe und die Einschränkungen in Kauf nehme oder indem ich meiner Arbeit nachgehe, so gut es eben gerade geht. Oder vielleicht auch, indem ich meine Hilfe und Solidarität zur Verfügung stelle. Aber ich glaube, wenn Gott in mir geweckt wird, dann fällt mir bestimmt etwas ein.